Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Bester Start in dieses Video mit Monster. Wie ihr seht, sind wir in der UK angekommen. Das ist tatsächlich der erste Clip von diesem Video. Herzlich willkommen in der UK. Ja. Auf jeden Fall, ich begleite Lara an ihre erste Show. Sie ist one day out, ich bin 7 Tage out, ja. Und ich werde einfach ein bisschen random wieder dieses Showday-Weekend mitfilmen. Wir gehen jetzt nachher gleich trainieren. Für Lara steht Pull-Pump-Session an. Für mich steht die letzte Leg-Session vor der AMBF an. Heute nochmal gut durchballern, ja. Keine crazy 50-50 Reps, hat AJ gesagt. Aber ansonsten darf ich auf jeden Fall gut Gas geben. Da freue ich mich schon drauf. Und ja. Also gestern angereist, nach London geflogen, dann mit dem Zug nach Birmingham. Hat eigentlich alles relativ gut funktioniert, war trotzdem ein bisschen eine lange Journey. Hab 16.000 Steps gemacht. Dementsprechend hat AJ auch gestern mein Food autoregulativ erhöht. Heute auch wieder ein bisschen höher. Bin jetzt beim Highest Intake in diesem Slow Build bisher, und zwar bei 250 Protein, 300 Carbs heute und 50 Fett. Also wir haben auch die Fats ein bisschen increased, einfach um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, dass ich irgendwie faden sollte. Heute auch eher tiefer eingewogen, absolut, wie sagt man, vorhersehbar war. Aber ich werde ein paar Bilder vom Look einblenden. Bin eigentlich ganz happy. Ja, also die Hardness ist auf jeden Fall da. Und wenn wir jetzt die Fatigue noch komplett off-droppen über die kommenden Tage, wenn ich auch wieder zurück bin in Österreich und wirklich chill und nur noch pumpe und arbeite und einfach esse, dann wird das richtig, richtig gut. Und ich freue mich drauf. Wenn ich das dann mal mit Farbe noch sehe, dann bin ich gespannt. Und wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Ja. Ich werde schauen, dass vielleicht Lara sogar ein paar Clips mitfilmen kann von meiner Leg-Session, weil ich habe mein großes Stativ nicht dabei. Ja. Und dementsprechend wird das Kamera-Placement ein bisschen schwierig. Ja. Na, aber ich werde ein bisschen was von der Leg-Session mitfilmen, euch später wieder mitnehmen, vielleicht noch das ein oder andere Meal zeigen, was hier in der UK eh geil ist. Also da hinten stehen essentiell Snack-Jacks. Ja. Und der ein oder andere Snack-Jack wird heute wahrscheinlich noch gesnackt. Heute Pre-Workout auch schon eingehabt. Ja. Wir haben jetzt Pre gegessen, sippen jetzt unser Monster hier noch, bestellen jetzt dann gleich einen Uber und dann gehen wir ins Ultimate Fitness und dann schauen wir, was heute der Tag bringt. Ja, auf jeden Fall habe ich Bock und wir sehen uns später. Thank you.
I love it. Das war der letzte Leg Press Satz. Das war der letzte Compound Satz vor der ersten Show. Mit ein bisschen schwarz vor Augen gerade. I love it. Ich freue mich schon auf die Offseason. Wieder einfach nur All-Out-Sätze ballern, ohne dass man das Gefühl hat, man bricht. Fuck yes, that's the spirit. So, wir sind durch. Ich würde sagen, very recommended gym. Was sagst du? War richtig geil. Also war echt gut. Für sie nur eine kleine Pump-Session. Für mich war es nochmal eine ziemlich gute Leg-Session, würde ich sagen. Ein guter Abschluss. Und von dem her bin ich sehr happy. Jetzt muss ich schauen, ob mein Uber da angekommen ist. Na, 3 Minuten, perfekt. Ja, auf jeden Fall, ich habe versucht, die Bewegungsmuster so gut wie möglich zu matchen. Und bei der Cybex ist mir nicht ganz gelungen, aber keine Grinder-Raps mitzunehmen. Oder keine 50-50-Raps. Aber ich dachte wirklich, ich habe. Aber war wohl nichts heute. Naja, letzte Leg-Session abgeschlossen. Da ist gerade ein violetter Audi R8, was auch ganz frech ist. Ja, also bin happy. Wir headen jetzt zurück zum Airbnb. Wir werden da mal was essen, weil Food is needed. Und dann werden wir den Rest des Nachmittags nur noch irgendwo Coffee grabben, ein bisschen chillen, ein bisschen arbeiten und dann geht Lara später zum Tanning. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie mit Farbe ausschaut. Ich werde nachher mal noch ein Form-Update dann auch mit der Kamera machen. Ich kann euch sonst ein paar Post-Workout-Pictures vielleicht einblenden oder Video-Pictures. Ich weiß nicht, ob ich Pictures gemacht habe. Ich glaube, ich habe Pictures gemacht. Alter, an Showday-Weekends ist gefühlt mein Handy immer explodierend mit Bildern und Videos, aber ist gut. Ja. Wir gehen jetzt richtig und wichtig. Wir gehen jetzt zurück und dann sehen wir uns später. Na, aber weißt du so. Lara DN10. Anna ist auch angekommen mittlerweile übrigens. Lara, wie fühlst du dich? Gut, kalt ein bisschen, aber mega gut. Ja, doch, bin happy. Stabil. Wir werden erstmal die Form abchecken und Anna kann sich ein bisschen was mitfilmen. Bin sehr gespannt. Schaut schon farbig aus. Ja, ein bisschen. Ich brauche auch ein bisschen Farbe. We ready. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist der 25. September um 6.37 Uhr. Es ist Showday für Lara. Ja, wir haben schon um 5.30 Uhr in einem Gang eines Wohnkomplexes ihre Form gecheckt. Ja, komplett ihre. Und das war der beste Fasted Look to date, was mich sehr happy macht. Ja, Midsection schön tight, Beine schön frei. Gute Amount of Fullness, ja, auch heute ein bisschen höher eingewogen, also alles super. Jetzt werden wir heute einfach versuchen, die Midsection tight zu halten und natürlich trotzdem ein paar Carbs ins System laden, ja, und dann einen guten Pump bekommen. Sie ist jetzt schon weg, um Tanning, zweite Schicht zu bekommen, um Make-up zu bekommen, um Haare gemacht zu bekommen. Und ich bin sehr gespannt auf den finalen Look, wenn sie dann zurückkommt und wie es dann auch mit einem Pump ausschaut. Aber das wird richtig, richtig, richtig gut heute. Ich freue mich auf den Showday. Ich habe jetzt noch ein bisschen was gearbeitet, aber habe all meine Check-ins jetzt um die Show-Wochenenden verschoben auf unter der Woche. Das heißt, die Arbeit fällt eher gering aus und das macht mir die ganzen Trips auch einfach etwas stressfrei, was sehr, sehr geil ist. Ja. Ich werde nachher mal Bilder für AJ auch machen, wenn es ein bisschen heller ist. Habe mich heute eigentlich fast gleich eingewogen wie gestern. Gestern den höchsten Intake gehabt, jetzt in dieser Reverse. Auch am meisten Hunger gehabt, ziemlich fucked gefühlt. Verdauung ist aber relativ gut, nicht komplett on point, würde ich sagen, aber für das, dass ich Lebensmittel esse, die ich nicht ganz gewohnt bin, bin ich eigentlich happy damit. Ja, und dementsprechend schauen wir mal, was heute passiert. Bin gespannt, was AJ heute an Plan of Action vorgibt. Ja. Ich muss heute tatsächlich spontan entscheiden, ob ich trainiere oder nicht, weil wenn Lara in Overall kommen würde, das wäre natürlich phänomenal, dann würde ich das Training auf morgen schieben und ansonsten gehen wir heute noch trainieren. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, werde auf jeden Fall den Showday ein bisschen mitfilmen, hier und da Eindrücke sammeln und dann schauen wir, was passiert heute. Ich hoffe, ich darf drin filmen, ich habe keine Ahnung, aber das wird sich schon zeigen. In diesem Sinne sehen wir uns für den nächsten Clip und bis später. 6 invites to the British Finals. In 6th place, North the Front.
can we have a round of applause for your total competitors? A fantastic. You taught me the code. Stop before we left. How life carries on. Even after death, the shortness surprise you explain the infinite. Yes! Yes, Lara! So, meine Damen und Herren. Ja, es ist ein paar Stunden später. Ist die Linse kaputt? Ah, nein. Wir sind wieder im Airbnb. Wir haben trainiert. Lara hat einfach dritten Platz gemacht. Komplett ihre. Einfach abgerissen. Super proud, super happy. Ja, was soll ich mehr dazu sagen? Es ist ein guter Saisonauftakt, würde ich sagen. Soll ich die Hardware holen? Ja, hol die Hardware. Let's bring the hardware. Ja, auf jeden Fall waren wir noch trainieren. Die beiden Ladies haben Lower trainiert. Ja, Post-Show, eh klar. Und ich habe Push trainiert. Guten Pump abgeholt. Cybex Incline Press. Brauchen wir im Gym. Krank. Wirklich sehr, sehr gut. Beste Incline Press, die ich je gemacht habe. Und jetzt sind wir wieder im Airbnb und organisieren noch den ganzen morgigen Tag mit Abreise etc. Und werden unser letztes Meal genießen. Natürlich die liebe Lara, die klimpernd kommt, ja, hat sich a free bowl of oats verdient, mit Mengen, wie sie will. This will be our thumbnail, so you need to please. Oh fuck! Turn that around. You're perfect. So that's thumbnail. Das ist unser Thumbnail. Jetzt können wir weitersprechen. Danke. Na, also wirklich super, super happy, super proud. Wie geht's dir? Es ist alles sehr überwältigend und ich habe es, glaube ich, noch nicht realisiert, aber ich bin extrem glücklich mit diesem Tag. Es war einfach nur episch und ich habe es so genossen, jede Sekunde. Ich werde das jetzt ungefähr einen Monat verarbeiten müssen, aber ich habe eine British Finals Invite. Und eine Menge Hardware, die ich jetzt irgendwie mit dem Flugzeug transportieren muss, aber ja, es war ein mega tolles Erlebnis und ich bin so froh auch, dass die zwei dabei waren. Ich war auch sehr happy, dass das noch geklappt hat, weil eigentlich konnte ich ja nicht zu der Show kommen, weil ich kein Ticket hatte, aber dann habe ich noch eins bekommen, dann habe ich einen Flug gebucht und das war eine sehr gute Entscheidung. Und ein Sofaplatz im Airbnb. Bester Schlafplatz, ja, meines Lebens, sehr hell. Sehr laut. Schlaf war 10 von 10, ja. 6 Tage out. Wir sind eigentlich jetzt beide 6 Tage out. Ja, yes. Und bald. Morgen 5 Tage out. Also eigentlich ist der Tag schon zu Ende. Es kommt immer näher. Also, we move. We move. We move. Fucking move. We fucking move. Na, super happy. 10 von 10 Wochenende wieder hier. Ja, absolut. Das war so geil. Auch die Leg-Session, die wir jetzt nach der Show noch geballert haben, du Push, war gut. War einfach grandios. Einfach Bodybuilding durch einfach und durch. Bodybuilding-Wochenende. Bodybuilding. Ausgereift. Ist einfach Liebe. Ist einfach Liebe. Ja, wir werden jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Downtime genießen. Und dann geht's morgen wieder heim. Und dann geht's für Anna nicht nach Wien, aber für Lara auch schon bald wieder nach Wien. Für mich geht's auch back nach Wien morgen. Und steht der Rest Day an. Dienstag, letzte Pull-Session. Und dann nur noch Pump. Und dann kann ich auch endlich da hoch, oder? Bin hyped. Dann sehr bekommt halt. Er endlich auch mal ein bisschen Krieg ich auch mal Farbe. Ich bin endlich. So weiß, das ist ein Wahnsinn. Heute auch wieder fast gespiegelt in diesem Gym. Also, komplett irre. Einfach durchsichtig. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir rappen dieses Video hier ab. Habt ihr noch ein Schlusswort? The winner? Let's keep bodybuilding. Let's keep building the bodies. Because we build the bodies. And the mind. And the mind. Nicht zu vergessen. Let's fucking go. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte subscriben, liken, teilen. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bleib stabil. Bleib stabil.